kommen die Fragen, mein Boot ist undicht. Warum hast du eine Maske auf? In dem Video möchte ich dir zeigen, nee, doch, eigentlich schon. Eigentlich wollte ich das. Moin Moin, hier ist wieder Dudi von der Ausleger. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du ganz einfach deine Ventile nachziehen kannst, wie du die prüfen kannst. Das ist natürlich genau das gleiche mit dem Überdruckventil. Dafür gibt es solche Schlüssel, die... Hör doch mal auf jetzt! Dafür gibt es solche Schlüssel, die bekommt ihr vom Hersteller immer dazu. Vorne ist das Werkzeug quasi, um die Ventile festzuziehen. Bei Booten, die ein Überdruckventil haben, hat dieses Werkzeug hinten auch nochmal eine Markierung. Das ist dann für das Überdruckventil. Haben wir an diesem Boot nicht, deswegen lasst uns einfach das Ventil nachziehen. Ist aber genau das gleiche wie beim Überdruckventil. Okay, hier haben wir das Ventil. Normales Robert Hawkley Ventil, so wie man es bei den meisten Schlauchbooten kennt. Wie prüfen wir das? Wir brauchen ja so ein Druckgefäß, Wasser, Spüli ein bisschen und dann wird das hier abgeschossen. Und dann schauen wir mal, ob wir hier eine Undichtigkeit haben. Wir sehen ganz klar, hier schießt die Luft raus und das können wir mit diesem Werkzeug ganz einfach einstellen. Nur zur Info, falls die Luft hier rausströmt, dann ist das Ventil kaputt. Dann kann man da nicht mehr viel machen, beziehungsweise man muss es ausbauen, muss vielleicht den O-Ring da wechseln, am besten gleich ein neues Ventil einsetzen. Gut, aber hier geht es wirklich um diese Undichtigkeit. Der Schlüssel wird hier einfach eingelegt und dann drehen wir im Uhrzeigersinn, also so wie bei einer normalen Schraube, nach rechts, bis das Ganze dicht ist. Dafür müssen wir das natürlich immer wieder mal abwischen und immer wieder mal einsprühen und gucken, wie lange es braucht, bis es dicht ist. Bitte tut euch selbst den Gefallen und schraubt es nicht einfach fest, weil nach fest kommen natürlich lose. Hier geht es nicht darum, Kraft walten zu lassen, sondern einfach zu gucken, wann legen sich die ganzen Dichtungen richtig hin. Also, dann ziehen wir mal langsam an. Immer Stück für Stück. Abwischen und dann neu prüfen. Hier oben haben wir immer noch eine Undichtigkeit. Unten auch noch. Also geht es weiter. Wieder einlegen und ein Stück festziehen. Dann wiederholen wir den Vorgang. Und schauen, ob es jetzt dicht ist. Das sieht schon besser aus. Hier unten sehe ich immer noch eine Undichtigkeit. Also weiter anziehen. Hier zischt es immer noch raus. Also Stück für Stück immer ein Stückchen weiter. Undichtigkeit ist quasi besiegt. Wir haben unser Ventil wiederhergestellt. Alles ist dicht. So einfach funktioniert es. Jo. Nö. No. Hör doch mal auf jetzt. Ja, und das war es im Endeffekt schon. Eine ganz einfache Nummer. Ihr braucht nicht mehr als Spüli, Wasser und das Werkzeug. Und so schnell kann es gehen. Also, wenn dir das Video gefallen hat und du mehr von mir sehen willst, klick einfach auf meinen Kanal. Folge mir, Glocke abonnieren, Kommentar setzen bei Fragen, wie immer. Also bis dann, viel Spaß und bye bye.